Der BVB rückt zusammen. Volle Konzentration auf Stuttgart. Nach zuletzt 2 Siegen in Folge steht der Verein auf dem 15. Tabellenplatz. So langsam klettert die Mannschaft von Jürgen Klopp aus der Abstiegsregion. Aber noch viel wichtiger, Dortmund zeigt Charakter. Die imposante Aufholjagd gegen Mainz, nichts mehr zu spüren von der deprimierenden Verunsicherung. Genau der richtige Zeitpunkt, um mal wieder ordentlich auf die Euphoriebremse zu treten. Jeder weiß, wie wichtig dieser Moment gerade ist, dass wir ihn wirklich jetzt, dass wir es richtig angehen, dass wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, an Einsatz logischerweise, aber eben auch an Mut, Spielfreude, Spielwitz, die ganzen Dinge, die eben zum Fußball auch dazugehören, dass man das Komplettpaket einfach auf den Platz bringt. Und da ist keine Zeit für irgendwelche kleineren oder größeren Partys, wo du dann sagst, so jetzt feiern wir den Sieg mal 4 Tage. Abstiegskampf und nichts anderes zählt für Jürgen Klopp. Wie schnell es allerdings in der Saison gehen kann, zeigt das Beispiel Werder Bremen. Die Hanseaten sind nach 5 Siegen in Folge vom letzten bis auf den 8. Tabellenplatz vorgerückt. Da kann man doch auch in Dortmund wieder von Europa träumen, oder? Im Verein ist niemand da, der uns auch nur einmal am Tag sagt oder einmal in der Woche oder einmal im Monat sagt, aber es wäre ganz cool, wenn wir uns doch noch international qualifizieren können. Das ist wirklich allen egal. Wir wollen ausschließlich in dieser Liga bleiben und das, wenn irgendwie möglich, so früh wie möglich klären. 3 Punkte gegen Stuttgart kämen da ganz recht. Die Mannschaft von Huub Stevens hat seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen, steht auf dem letzten Tabellenplatz. Sportdirektor Robin Dutt hat bereits angekündigt, dass er sich nicht mit einem Unentschieden zufrieden geben will. Es war in Stuttgart noch nie leicht, das erwarte ich auch diesmal nicht, aber es ist auf jeden Fall was möglich dort für uns. Und ich glaube nicht, dass jetzt also Stuttgart, dass sie sich eine Chance ausrechnen, respektiere ich maximal, aber ich glaube nicht, dass jetzt das Gefühl haben, es ist der perfekte Zeitpunkt, um gegen uns zu spielen. Also ich glaube, vor 3 Wochen wäre es allen noch mal ein bisschen lieber gewesen. Wir präsentieren uns schon wieder ein bisschen anders und jetzt geht es darum, dass wir das eben noch verbessern können.